Seit Beginn meiner Amtszeit ist das Thema Hochwasser auch für mich ein wesentliches Thema. Der Ort ist ja immer wieder betroffen. Wir haben im Jahre 2000 eine Abflussuntersuchung erstellen lassen, um den genauen Abflussbereich festzulegen. Die Abflussuntersuchung betrifft das Gebiet im Liebocher Bereich, nachdem für die anderen Gemeinden kein konkreter Anteil geleistet wurde. Das Land Steiermark hat die Fachabteilung 19 hat das auch unterstützt dabei, diese Abflussuntersuchung. Und mit der Erkenntnis, dass das ein Gefahrenbereich ist, wurden auch Projekte ausgearbeitet. Bei den Absprachen bzw. Verhandlungen mit der Bauernschaft oder der Liegenschaftseigentümern hat es grundsätzlich einmal von rund 70% Zustimmung gegeben für Ablösen und Benutzungen. Und es sind circa 10 Liegenschaften sind übergeblieben und es sind im Wesentlichen diese Bereiche beim Sportplatz, die für uns aber die wichtigsten Bereiche sind mit der Dammschüttung. Und diese Bauern, die mit einem Schreiben uns Kunst getan haben, dass sie nicht einverstanden sind mit Ablösen und dass wir in das Gebiet hinauf eigentlich das Gesamtgebiet einbeziehen sollten, in der Abflussuntersuchung, das ist auch eine Forderung seit dem Jahr 2000, wo ich schon gefordert habe, dass das gesamte Liebochtal untersucht werden soll, ob Möglichkeiten vorhanden sind, auch woanders Retentionsflächen zu machen. Derzeit ist eine Aufforderung meinerseits noch beim Land anhängig, die bereits im Vorjahr abgegeben wurde. Wir haben zwischenzeitlich mehrere Schreiben gerichtet an die Fachabteilung mit Hofrat Rudi Hornig. Und ich habe nicht eine Antwort bekommen bis dato und wir würden uns sehr wünschen, wenn diese Verhandlungen bald wieder aufgenommen werden.